Outfit-Check beim Mops Model Casting in München. Hier wird unter 40 teilnehmenden Möpsen der schönste Mops gekürt. Aus ganz Deutschland sind die Mops-Fans angereist, um sich die Hundemodenschau anzusehen. Denn was besonders bei der späteren Punktevergabe zählt, ist ein originelles Outfit. Mittendrin der nordische Hundeprofi und Verhaltensforscher Marc Dräger. Der Mops wird, glaube ich, von den allermeisten nicht zwingend als Hund gesehen. Ist jetzt auch nicht irgendwie eine Hunderasse, die jetzt zu großartig Spaziergängen oder irgendeinem Quatsch einlädt. Das ist halt wirklich so ein Gesellschaftshund, also eher so ein Kind, so ein Spielzeug. Spielzeug? Das ärgert so manchen Mops-Fan. Und doch, überall in der Halle sieht man Besitzer, die ihre Möpse wie kleine Puppenkinder verhätscheln. Junge Kids sind das, die beiden. In der Freizeit tragen sie, wenn dann, ihren Pullover für draußen, aber ansonsten ins Kabel. Soll ja noch ein Hund bleiben. Sagte sie und zieht ihrem Hund ein Dirndl an, das in einer Stunde beim Schaulaufen zum Sieg verhelfen soll. Hundeprofi Marc hakt bei den Hundemamis in Sachen Erziehung nach. Also sind die erzogen? Da sagen wir mal nichts dazu. Also er ist stubenrein und Sitz macht er und wo ist dein Korb? Da weiß er auch Bescheid. Und wo ist die Tasche? Weiß er auch Bescheid. Und im Auto weiß er auch. Wo ist die Tasche? Im Auto weiß er auch. Seit 8 Jahren arbeitet der Hamburger als Hundetrainer. Möpse trainiert er kaum, vielleicht auch, weil das beim Mops mit der Erziehung so eine Sache ist. Es ist auch scheißegal, ob er was kann oder nicht. Hauptsache, ja, sieht halt niedlich aus. Ne? So eine coole Augen, sieht immer aus, als wenn er die beim Knobeln mit dem Frosch gewonnen hätte. Ja, und der Rest ist eigentlich einerlei. So, jetzt aber Bühne frei. Beim Mops Model Contest präsentieren sich Deutschlands, naja, sagen wir mal, schönste Möpse der fachkundigen Jury. Die reicht vom Tierarzt bis zur Münchner Society Lady. Ehrenmitglied der Schickeria Sir Henry, Deutschlands wohl bekanntester Mops. Bisher wenig angetan von seiner Aufgabe, also nichts wie ab zur Stippvisite beim Experten. Das ist mein Mops Henry. Wir werden uns immer ähnlicher. Und was haben Sie jetzt gesagt? Aber er wurde aufgebrezelt von Schatzi. Das ist eine der berühmtesten Designerinnen für Dirndl hier in Bayern. Ganz schick, wie das so bei Haute Couture da ist. Ja, okay, ja, bei Haute Couture bin ich jetzt selten zu Hause. Das kann man unschwer kennen. Und Sie trainieren Hunde? Nee, Menschen. Hunde trainiere ich eigentlich nicht. Henry muss auch keine Angst haben, dass ihm heute irgendwas Böses widerfährt. Nee, nee, Sie wissen ja, die lachen sich in die Pfote, die Möpse, ne? Die werden angezogen. Und ich hatte jetzt fast schon gesagt, geschminkt, aber da werden die Nägel lackiert und hast noch nicht gesehen. Also ein klatterer Datsch. Ist natürlich auch eine besondere Klientel. Die Biester kosten halt nicht wenig Geld heutzutage. Damit einhergeht natürlich aber auch jede Menge Schindluder. Apropos Schindluder, der moderne Mops kommt jetzt auch ohne Bein aus, oder wie? Selbst für Profi Marc irgendwie zu abgefahren. Moin, ist euch das Kind aus der Karre gefallen? Oder ja. Habt ihr die Karre für den Hund? Ja. Oder für die Hunde? Für die Hunde, ja. Haben die Schwierigkeiten beim Atmen oder wieso habt ihr euch die Karre? Im Sommer, wenn es ganz heiß ist schon. Von sommerlichen Temperaturen sind wir aber weit entfernt. Hallo, sind die chauffierten Hunde vielleicht einfach nur lauffaul oder gar ungezogen? Können die irgendwas? Nee. Erzogen? Nee. Ja, erzogen ein bisschen, ja. Was können die denn? Können die sitzen? Ja, sitzen können schon. Sitzen können sie, wenn sie wollen. Angeblich beherrschen Mopsdame Heidi und ihre Begleitung das kleine Einmaleins des Hundegehorsams. Und im Sitzen müssten die beiden eigentlich Weltmeister sein. Heidi, wir haben Sitz. Eigentlich. Wieso habe ich das Gefühl, das wurde mit Leckerli antrainiert? Ja, genau. Weil die guckt schon so. So, jetzt muss aber auch mal was kommen. Bestechung mit Futter kann doch jeder. Die Kunst der Hundeerziehung ist laut Marc aber der Gehorsam ganz ohne Hilfsmittel. Meinst du, du kriegst das nochmal hin? Mit dem Sitz? Sitz? Heidi, Sitz. Ich weiß, es ist alles ein bisschen aufregend hier. Sitz. Naja, vielleicht sind die beiden in der Hundekarre doch besser aufgehoben. Sollen die überhaupt was können, außer eigentlich die aus... Nicht. Nee, ne? Eigentlich nicht. Das ist auch so das, was ich festgestellt habe. Mopsbesitzer wollen eigentlich nur... Ist das ein Hund? Nicht wirklich. Fazit, so richtig als Hund taugt ein Mops wohl eher nicht. Überhaupt das Bewusstsein für, also in den Menschen zu wecken, dass ein Hund nun mal ein Hund ist und nicht irgendwie ein Mensch mit dem Fell drüber gezogen, wäre schon ganz wünschenswert.
Das sehen viele Messebesucher aber anders. So wird getanzt und geschoben und Marc ist auch schon wieder beim nächsten Hundewagen angelangt. Zwei Chihuahua-Damen teilen sich hier die Karre. Vermeintlicher Übereifer oder gar echter Elternstolz? Aus welcher Motivation heraus habt ihr euch die geholt? Irgendwie so, ist das so ein Kindersatz für euch? Ja, also schon. Für uns schon, ja. Also Kinder kamen nicht in Frage, aber... Ja, was heißt Kinder kamen nicht in Frage? Wir können keine bekommen und dann war das für uns der Ersatz. Okay, gut. Und die Entscheidung bereut ihr auch gar nicht? Nein, nein. Sehr schön. Nein, ja, das gut, sind unsere Babys. Ja. Showdown beim Mops Model Casting. Trotz Wiesen-Outfit reicht es für Carlos nur für den 7. Platz. Vielleicht investiert die Hundemama Jasmin in Zukunft das viele Geld in eine Erziehungsstunde beim Hundeprofi, statt teure Hunde-Haute-Couture zu kaufen.